ganze Spiel gesehen, ich glaube, dass wir sehr gut reingestartet sind. Wir haben in der 9. Minute die wunderbare Reaktion, wo der Tatsache vor dem Tor noch gestört wurde, wo ich der Meinung bin, das war eine großartige Aktion. Wir waren da richtig gut im Spiel. Dann haben wir ein bisschen einen Zugriff verloren, wir haben ein bisschen ein Thema gehabt in der Arbeit gegen den Ball. Rapid ist noch mal stärker geworden, hat die eine oder andere Möglichkeit gehabt. Und ich glaube, der Schlüsselmoment ist noch einfach das Tor auf unserer Seite. Damit ist etwas passiert, was am Mittwoch in die andere Richtung gegangen ist. Nämlich am Mittwoch hat Rapid das Tor gemacht. Dadurch waren wir am Mittwoch dazu gezwungen, sehr, sehr viel zu investieren, was wir getan haben. Aber wir waren viel zu harmlos. Und heute war es einfach auf unserer Seite. Ich glaube, dass wir Anfang der zweiten Halbzeit, in der ersten Sekunde noch einmal Glück gehabt haben mit einer sehr gelungenen Aktion von Rapid in einem Tor. Aber ab dem Zeitpunkt, glaube ich, haben wir uns gut darauf eingestellt gehabt und haben das tapfer verteidigt. Wir hätten, also, eine unserer Umschaltmöglichkeiten auch nutzen können, haben wir heute einfach nicht. Dadurch ist es bis zur letzten Sekunde spannend geblieben. Und ich finde ganz einfach, dass die Mannschaft über 90 Minuten heute sich wirklich aufgeopfert hat und dementsprechend sehr die 3 Punkte verdient hat. Okay, bitte mal eine Frage. Ja, Markus, wie sehr war das von dir geforderte Verlassen von der Komfortzone ausschlaggebend für das Bestehen heute? Also ich finde, dass wir von der Art und Weise des Spiels am Mittwoch in vielen Bereichen sogar besser waren als heute. Das, was am Mittwoch einfach das Thema war, wir haben zu wenig Lösungen in der letzten Zone gehabt, wir haben die Bälle nicht in die Zone reingebracht, wo der Gegner Probleme bekommen kann. Und wir haben heute diesbezüglich sicher ein anderes Auftreten gehabt, haben uns unsere Chancen erarbeitet. Wir haben aber wie gesagt, auch durch Balleroberung im Mittelfeld, diesen Umschaltmoment, wo man das 1:0 macht. Und ich glaube, es ist für die Mannschaft ganz wichtig gewesen, dass wir das Mittwochspiel richtig analysieren, ihnen einfach das richtige Bild zeichnen von dem, was möglich ist und von dem, was vielleicht gemeint wird. Und ich glaube, dass wir am Mittwoch nicht die schlechtere Mannschaft waren. Wir waren am Mittwoch einfach die Mannschaft, die 1:0 hinten war und dann nicht die richtigen Lösungen gehabt haben. Klar, Rapid hat dort Umschaltmöglichkeiten gehabt, die man aber zulassen, wenn man die versteht, aber das hat Rapid heute auch gemacht und die haben es auch nicht genutzt. Also im Grunde genommen ist es immer noch diese Analyse, die die Mannschaft braucht, um einfach noch zu wissen, was man besser machen kann. Und, ich bin der Meinung, dass es heute in erster Linie darum gegangen ist, dieses Tor zu machen. Und mit dem Tor ist das eben genau in der umgekehrten Rolle gewesen. Markus, das heißt der dritte Auswärtssieg. Hast du irgendeine Erklärung dafür, warum es gerade auswärts momentan besser wird? Nein, wir haben schon gesagt, wir spielen alle Spiele mit auswärts jetzt. Aber Erklärung. Keine Ahnung, ich kann jetzt nicht sagen, dass unsere Heimspiele schlecht waren. Also ich finde, dass wir gegen Sturm was sehr ordentlich und die Folge in den ersten 45 Minuten gemacht haben. Ich finde, dass man gegen Rapid über 90 Minuten und das war okay. Das ist jetzt dann nicht, wo ich sage, das ist alles schlecht. Aber das Resultat hat eigentlich nicht gepasst und auswärts hat es jetzt dann dreimal gepasst. Habe dafür jetzt in Wahrheit keine Erklärung. Tut mir schwer, ich glaube ganz einfach, dass die Mannschaft, unabhängig ob man zu Hause oder auswärts spielt, einfach an unsere Pläne glaubt und sie auch wirklich umsetzt. Und deswegen finde ich, ist das eine tolle Entwicklung, vor allem in den Auswärtsspielen. Es werden jetzt immer weniger Spiele. Lässt du die Mannschaft von Europa ein bisschen träumen? Also wenn uns am Beginn dieser Meisterrunde jemand gesagt hat, dass wir 9 Punkte machen über die ganze, über die ganzen Spiele, hätte wahrscheinlich auch jeder gesagt, wie soll das gehen. Wir haben jetzt eine Situation, also mit Rapid und mit Salzburg gibt es 2 Mannschaften, die mehr Punkte gemacht haben. Das ist ein Moment, der extrem angenehm ist, aber wir wissen und wir sehen auch, was wir für einen Preis zahlen. Und vor allem die zweite Halbzeit hat heute uns einfach auch vor Augen geführt, mit welchen Möglichkeiten vielleicht die anderen Vereine arbeiten. Egal ob das jung, das sind alles Qualitätsspieler, die noch reinkommen. Diese Breite haben wir jetzt dann in der Form nicht. Das heißt, der ein oder andere Spieler muss einfach über den Punkt gehen. Und das ist die Frage, wie wir das über die nächsten Spiele jetzt dann auch noch so weiterführen können. Grundsätzlich ist es für mich extrem positive Entwicklung. Ich finde, dass der eine oder andere junge Spieler sich ja bei uns einfach
weiterentwickelt hat, jetzt dann auch über diese Herausforderungen. Und träumen ist nie verboten. Ich glaube, jeder, der selbst einmal gespielt hat oder in irgendeiner verantwortungsvollen Aufgabe war, der träumt immer vom Größten. Das Größte ist natürlich, irgendwann einmal international zu spielen, ja. Aber ich glaube, es tut uns in Hartberg sehr gut, die Beine am Boden zu lassen und zu wissen, was das heißt, überhaupt gegen diese Mannschaften zu spielen. Das ist das eine, und da was mitzunehmen, ist ganz was anderes. Das heißt, regenerieren, schauen wir Mittwoch den LASK, schwierige Aufgabe. Und wenn es am Ende so sein sollte, werden wir nicht nah sein. Klaus Holmann. Noch darauf, das aufgreifen, was du jetzt gerade gesagt hast, mit den 9 Punkten aus dem bisherigen Spiel. Wie groß ist die Überraschung für dich, wenn man sagt, dass es war ein großer Erfolg, dass Hartberg in der Playoff-Gruppe dabei ist und jetzt hält sie ja genauso im Konzert der Großen mit? Ja, das ist schon ein bisschen überraschend, weil wir im Grunde genommen in den Grunddurchgang gegen die Top-Mannschaften insgesamt nur 6 Punkte gemacht haben. Und jetzt dann, ja klar, ist es eine Herausforderung gewesen, mit den Jungs eine Strategie zu entwickeln, wie wir in der Meisterrunde überleben können. Und die Jungs sind in all diesen Wochen 100%ig dabei und es macht enorm Spaß. Und wir können aber auch die Spiele richtig interpretieren. Wir wissen, dass wir in allen bisherigen Spielen die Möglichkeit gehabt haben zu punkten, ich nehme es dann Salzburg da raus, aber ansonsten war das überall möglich und ich weiß auch, dass wir in jedem Spiel auch viele Chancen zulassen. Das ist aber geschuldet der Tatsache, dass wir uns nicht verstecken wollen, wir wollen einfach dabei sein, wir wollen diese Zeit genießen und das ist schon etwas, was ich von Anfang an gesagt habe, der TSV Hartberg wird sich in der Meistergruppe sicher nicht hinten reinstellen, nur dabei sein wollen. Und das ist uns gegen alle Gegner in irgendeiner Form gelungen und die Jungs sehen es, was passieren kann und ziehen da natürlich voll mit und das ist eine extrem angenehme Situation und dazu kommt natürlich auch, muss man auch sagen, dass wir in Wahrheit relativ verschont von Verletzungen geblieben sind und ja, dadurch ergibt sich heute so eine Situation, dass man über Europacup reden kann und über einen Sieg in Mitteldorf reden kann. Alexander Ober. Gratulation zum Sieg, Markus. Eine Frage wegen Spielen. Es hat beim 0:1 am Mittwoch so gewirkt, als wäre er wieder am Schluss spritziger, fokussierter, fitter. Und heute war es eigentlich umgekehrt. Ist das immer nur der Spielverlauf oder gibt es da schon noch andere Gründe, vielleicht auch wie man das Training steuert, dass das innerhalb von zwei ähnlichen Duellen so unterschiedlich ausschaut? Nein, Hansi ist klar eine Mannschaft, die führt und was zu verteidigen hat. Und extrem viel investiert, sprich, das ist ja jetzt nicht Arsch, das ist ja über die Wochen hinweg eine Ansammlung von Belastungen, die alle Mannschaften haben. Dann ist wahrscheinlich in der Wahrnehmung vieles so, dass man sagt, okay, die Mannschaft wirkt müde. Ich für mich zum Beispiel habe am Mittwoch in dem Spiel eine Mannschaft gesehen, also den TSV Hartberg, der bis zur letzten Sekunde versucht hat, noch das Tor zu machen. Das, was uns gefehlt hat, war das Werkzeug. Das war das Thema. Und das Werkzeug war einfach diese Bereitschaft, dorthin zu gehen, der Box muss richtig weg und das war am Mittwoch nicht der Fall. Und das, was wir heute gesehen haben, ist einfach eine Mannschaft, die am Schluss für mich, gerade von meiner Mannschaft, einfach mit aller Leidenschaft noch verteidigt hat, die Möglichkeiten gesucht hat, umzuschalten. Aber ich glaube, um eine Spur frischer hätten wir das früher entscheiden können, das heutige Spiel. Dadurch ist es bis zum Schluss richtig spannend geblieben. Aber klar, es ist für uns ein riesiges Thema, bis nicht doch wieder Frische zu erlangen. Ja. Den Nass geschlagen, RC geschlagen, Rapid geschlagen. Wer von diesen Clubs ohne Gaskugel wird Zweiter am Ende? Wer wird Dritter? Ist, glaube ich, jetzt nicht meine Aufgabe, mir Gedanken zu machen, wer Zweiter wird. Ich glaube, ich würde es recht, wenn Hartberg mein Sechster wird in der Gruppe. Weil wir uns das einfach auch verdienen, in der Gruppe nicht Sechster zu werden. Alles, was oben ist, ich glaube, alle diese Mannschaften haben unglaubliche Qualität und ich glaube, dass diese ausstehenden Runden einfach in diesen direkten Begegnungen, das ist nachher schon spannend zu sehen, wie sich diese Mannschaften nachher in diesen Duellen nachher verhalten und wie sie sich präsentieren.
gestern nicht. Also für mich ist es, wie gesagt, nur wichtig, dass der DSV nicht sechster wird. Gibt es noch Fragen? Wenn es keine Fragen gibt, dann danke fürs Interesse und